Hallo meine lieben Freunde des geliebten Gaming, willkommen hier zurück bei einer... Warte, ich hab verkackt. Hallo meine lieben Freunde des geliebten Gaming, willkommen hier zurück beim LS22 im Projekt Elmkrieg mit dem lieben Florian. Ein wunderschönen, am zweiten Start, hat es dann auch geklappt? Nein, das war der... Peini, okay. Ja, wie sind wir auf der Elmkrieg, wie ihr schon an der Fahne seht? Ja, es wird alles reingeschnitten. Ja. Oh nee, jetzt sitzt er wieder mit. Memo. So. Ah. Mal mein Muck die Seiten kurz ruhig, bis ich die Spitze jetzt ziehen und wieder reinstecken und dann geht das Ganze wieder. So. Da bin ich noch. Ah. I see what we done. Wir haben Feldkraft. Ja, und das weiß ich noch. Ne, Mission sind wir fertig. Ja, okay, du hast schon ein bisschen was zum Gruppern, aber ich war mit mal hinten unterwegs, wie man sieht. Jo, was gibt's denn alles Schönes? Nix Welt. Oh, 11.000. Das sind 69. Die hätte leicht noch mit Case damals machen können, Mann. Bei 69. Was? Das ist die hier. Die haben wir doch erst. Was ist Flo? Ah, ne, hier waren wir, ha? Ja, was ich hab hier. Ich habe hier eine Mission gefunden. Wir sehen das auch mal. Oh, das sind jetzt hier trotzdem noch. So, da ist er. Schauen wir mal. Ich mache die Aufgabe, was wir heute schon gemacht haben. T6. Ja. Ja, ganz fein. Der letzte drei wieder mit der gleichen Arbeitsbreite. Echt, hat der auch 5 Meter? Ja. Ui. Da sind Schläuche nicht dran. Braucht schon eigentlich aber. Also doch, der muss klappen. Egal. Ja. Das ist wurscht. So, ich habe jetzt erstmal alle. Ich habe eine komplette Kombination im fast gleichen Blau. Lemken und New Holland. Nein. Das ist krass. Das ist sogar noch eine schöne New Holland. Den würde ich sogar fahren. Echt? Das ist schön und hässlich. So kann er den einklappen. Ist kaputt. Wollen die nicht einklappen? Doch, das muss man doch, Alter. Was für ein New Holland fahrst du? Ein T6. Was Spaß hat. Ja, der schaut besser aus als wie der eine da. T7? Ja. Der mit dem Bildschirm da in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, du machst den doch bloß nicht den Bildschirm in der Mitte. Ja, und überhaupt, der gefällt mir an sich auch nicht so. Der ist, keine Ahnung. Gefällt mir der besser vom ganzen Arsch. Ja, okay, das ist eigentlich ein Starren und Blanders. Beide sind steil, nur ein bisschen anders steil. Ja, wenn kann ich genau jetzt sagen, beide sind steil, bloß nicht billiger. Also. Ja, ich weiß gar nicht, sind nicht so viel billiger in New Holland? Nee, so viel billiger nicht, aber Ausstattung ist ein wenig billiger. Also weniger. Das kann sein. So. Soweit ich weiß, hat der Steil die meiste Ausstattung. Also füllen hier mal auf, aber ich möchte trotzdem gerne zusammenklappen. Es ist nicht möglich, okay. Versuch mal du, ob du den New Holland zusammenklappen kannst. Beziehungsweise, warte. Wie einsteigen? Was gerade nochmal? Lass mich einsteigen? Ja. Kann irgendwie nicht einklappen, kann mit der aber überhaupt nichts machen. Also auf und ab, ja, aber ich kann sie nicht mehr anschalten. Obwohl die Schläuche dran sind. Ah! Doch, geht! Das ist gut. Ich muss ja trotzdem, weil man ist die voll. Ja, die ist voll, da kann ich vorne nochmal früh machen. Oder da, wo es halt fällt. Ja, das haben wir heute. Das haben wir heute auch die ganze Zeit gemacht, um die Gruppe wieder sauber zu bringen, Alter. Ja, die ist noch komplett. Das ist komplett ein frisches Gespann. Ich hab warte, jetzt nimmer. Also gut. Ein Deckel auf und eine R. Deckel auf und R. 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 Oder ist das voll? Nee. R. Ach, oder kommt vorne nur Dünger rein? Da vorne kommt nur Dünger rein, glaube ich. Vorne kommt nur Dünger rein. Ah, Hilfe! Mach mich damit überfahren. Damn, boy, bist du dumm.
Und jetzt? Haben die gleiche Jacke an, Flo. Und das gleiche. Ja, du schaust gleich aus wie ich, was hat der andere Brühe, Alter. Ja, und der andere Hut. Ja, okay. Und der andere Bart. Oh. Lass dich gedendet, die 600. Was? Also, oh Mann, ich hab Tippex verstanden. Oh nee. Hä, hey, was für Tippex? Ja, du hast T6 gesagt, ja, das wird dann schon klar, Mann, aber es hat sich auch verurteilt wie Tippex. So, hey, was für Tippex, Alter? Kannst du nicht. Ja, nee, 6. Nee. Zack, zack, okay. Abfahrt, dann fahren wir da mal hin. So, wie man sieht, habe ich das Lighting auch noch ein bisschen verändert. Das Ganze ein bisschen dunkler gemacht, dann schaut es besser aus. Also muss man einfach sagen, umso dunkler das Spiel ist, umso realistischer und besser schaut es aus. Kann gut sein, ja. Ja, so ist es richtig blass. Bis am 19er schon so. Das für mich. Was? Ich wollte gerade sagen, auf unsere. Läuft die Produktion noch? Glaub schon, gell? Oder? Ich denke schon. Doch, ich glaube, wegen läuft es noch. Aber wir haben da schon alles reingeknallt. Was wir da mal haben. Jetzt wird wieder Zeit, wo es reif wird, das Zeug. Mhm. April haben wir schon. Was ist die Geschichte denn viel mit vorne im Tank drauf? Mund mal gut. So knapp. Echt so schlimm? Ja, okay, du siehst schon ein wenig was, aber trotzdem. Ist der krass in der Sicht von drin. Ja, warte mal, der ist ja noch abgelassen. Wow! Ja, der berührt deswegen trotzdem nicht den Boden. Den kannst du jetzt also besser zum Fahren, weil dann siehst du mehr. Der ist eh bloß, das sind halt die Unterlenker gerade und der. Ja, du kannst mit dem super easy fahren, der hat noch mindestens 30 cm vom Boden weg. Ja, dann geht's ja. Ja, der straft gut, weiter geht der auch gar nicht runter. Ja, dann. Das habe ich schon gemerkt, wenn er vorhin gerutscht war und schwerer zuhört. Echt? Oh, 76 ist fertig. Gerade Nachricht können wir. Könntest du noch was kuppern? Okay, Nummer 1 war. Ja, das ist direkt da vorne rechts an. Ich glaube nicht, das war. Ja, glaube ich, letzter Tag. Wie dich. Ja, der Rest gibt kein Kit mehr. Ja, deswegen 400 Euro oder so, keiner. Das hätte jetzt nicht. Bevor wir mehr der Sprit als wir. Ja. Machen wir es einfach eine Einfahrt. Der Kollege will weiß haben, das habe ich schon nachgeschaut, das haben wir schon vor Ort eingestellt. So, unten lassen. So und Abfahrt. Und mit dem Allrad. Wenn du fertig bist, nicht abschließen, gell? Ich nehme dir noch eine an mit Sonnenblumen auf 250, okay? Oder 250. Blöd, und jetzt sieht das? Naja, eigentlich nicht. Für was haben wir eigentlich einen Dünger gekauft, du Haney? Dünger? Ja, wir haben jetzt von den Dünger drin, wo einfach der Fuff liegt. Da ist kein Dünger drin. Da ist kein Dünger drin. Ich hab keinen Dünger gekauft. Ich dünge da nie mit bei Missionen. Drum, ich hab mir gerade gedacht, hast du keinen Dünger, nicht? Nee. Nein. Also, nee. Also, er ist eigentlich komplett unnütz von dran, aber ich weiß nicht, ob es ohne gegangen wäre. Also. Okay, feiner Puppi. Ich dachte gerade, das ist nicht rumläuft, da ist immer nur das Symbol. Ja, klar, soweit denke ich schon mit. Ich hau doch noch nicht irgendwie einen Dünger raus und kaufe mir dann Dünger für nix. Also das ist. So, nee. Das machen wir nicht, nichts böse. So, dann wir können wir in unsere Seite gucken, aber da wird sie glaube ich auch nicht viel da rum. Ja, denen geht's eigentlich noch super. 4000 in der Gülle, da haben sie jetzt noch nicht so viel gemacht, okay. Gesundheit 100%, das passt. Ist gut.
Das ist eine Basis für den Mais, Weizen, Gerst, Mais und Raps. Rapsminze, okay. Hey. Schau mal, gucken wir mal Buschen rein. Na, wie geht's denn euch hübschen da drin? Ui, Feinis. Ja, den geht's super. Scheißt du da gerade rein? Okay. Was ist? Ich glaub schon, ich lass dich mal in Ruhe. Das scheiß gerade eine. Ich hab die ganz genau beobachtet. Mhm. Hab mit der GoPro hinten reingefilmt. Du kannst doch nicht zu unserer guten Sei beim Scheißen zu. Also filmen. der ist im Hocker, hat das gemacht. Ja. Hinten oben. Oh boy. Ganz schlimme Sache. Du kannst noch unsere gute Sei, die sind gestört für ihr Leben. Ja. 17%, also die brauchen wir noch, weil. Ich hab die da so scheiße hingestellt, aber mein Gott. Jetzt wird er zu kommen, ich hab verkackt. Ja, das kann sehr gut sein, warte mal, ich kann ja nochmal mal hinten aufräumen, da stellt euch auch nicht rum. Mit dem Super 1 hat tippt der Heckspoiler, da kann ich gleich mal schnell zu Ding runterfahren. Zu unserer Brotproduktion, ob ich da nicht schon mal die Palette wieder rausziehen muss. Was haben wir eigentlich auf der 51 Damen? Da, genau die wollte ich mir eigentlich angucken, deswegen bin ich dann runtergefahren. Nix. Ja, okay. Echt? Stimmt, da ist nur Unkraut. Da ist gar nichts da. Ja, da holen gerade. Du bist bei der 50, nicht 50. Bei der 51. Damn. Ja, es ist ein Unkraut dann da und da drüben. Nee, ist gekalkt. Oh. Ja. Schon mal Vorteil. Oh, ja, aber ja. Denkt man nicht. Ja, oh Scheiße, die guten Hafen oder was das ist. Oh, hier ist gar kein Weg, egal. Mahindra braucht keinen Weg nicht. Nee, machst du einmal rein und gibst ihm. Mhm. Ich wasch dann mal deren Gruppe ab. Jo. Ja, das guck ich. Ah, das geht hier übel schnell hier hinter zu unserer Ding. Ich habe einen neuen Weg rausgefunden, wie wir übel schnell zu unserer Bäckerei kommen. Ohne vorne den Highway zu fahren. Also da steht nichts mehr auf die Valar. Wobei, doch, die produziert sogar noch. Die hat bloß 302, die hat man bloß einen Schlag gemacht und die braucht so lange zum Produzieren. Ja. Was heißt so lang? 300.000 Liter Brot ist jetzt auch, also nicht, ja. Aber die Feldwege sind hier hinten übelst schön, da fahren wir öfters. Geht glaube ich auch sogar schneller als wir vorn rum. Weiß ich nicht. Okay, bin auch immer hinten unterwegs, aber rein äußerlich. Aber bei, ich glaube, so wie deiner ist die Gäuder. Mhm. Schau schon, diese Bunze. Oh, da kann ich fliegen. So, rein hier. So. Mann, wieder. Ja, aber ich liege auf dem Kopf, oder? Ja, ne, auf der Seite nur. Ja, hallo, grüß dich. Oh Mann. Ich seh da nur so, okay, es kommt, ich will noch weg, like, das Ding trifft dich drum und der will mir voll stock rein. Ich hab extra noch mal bremst, weißt du? Ich hab's schon gesehen, ich auch. Die Bremse hat eigentlich nichts gebracht, weil ich bin eigentlich nur gedriftet. Also, ja. Gibt's irgendwelche Flugmissionen, dann würde ich den Case in Flügen schicken. Ich glaube nicht. Ansonsten pennen wir. Ich glaube, wir haben jetzt nicht wirklich mehr was zum tun. Na gut, die Mission gibt's jetzt auch nichts mehr wirklich. Es waren immer so Profitzellen, aber ich jetzt auch nicht. 3000 Spitzen, jo. Oder 40. Ja, okay, das können wir nochmal schnell machen. Oh, beinahe immer. Ich fahr gleich Steine sammeln bei meinem Case. Stimmt, wenn wir den neuen Acker. Ja. Du kannst ja gleich Düngen fahren, wenn du willst. Ich habe gerade nochmal eine Mission zum Spritzen, auch nochmal eine kleine feine. So, ja, dann. Die ist auch wohl in der Bombe durch, also. Gar nichts Großes.
Ballen. Ja, okay, mit Plus gehen wir raus. $2400 kostet Dünger. Mhm. Also kommen wir nicht drum rum, dass wir düngen. Spritzmittel. Ach so. Ich hab gedacht, wir haben jetzt gerade nochmal Dünger als halbwegs der eine Mission da. Nee. 2000 Liter wäre schon länger. Ja, ich denke schon. Nein, sag ich ganz ehrlich, die Mission bringt 3000 Euro. Und so ein scheiß 2000 Liter, den kostet 2400 Euro. Das sehe ich jetzt nicht. Wenn, wenn das nicht reicht, dann bringst du es ab, Alter. Ja, deswegen. Also, da machen wir dann auch kein Plus, aber auch kein Minus und dann passt die Sache. Ganz ehrlich, ich zahle doch da nicht für eine Mission drauf. Glaubst du, wenn. Ich habe momentan noch einen Düngestreuer drin. Ist der Kalk drin oder Dünger? Das, was du zuletzt gemacht hast, ich glaube, du hast zuletzt kalkt, oder? Oder hast du gedüngt? Weil es flackt auf jeden Fall Dünger am Hof. Kalk. Ich glaube, du hast Kalk reinknallt, ja. Kann ich noch Düngestreuer kaufen? Es ist Kalk drin. Rechts oben gucken und kritisch. Der kostet nur 25.000 Euro. Ah, ja dann. Die sind schon nah bei. Bin jetzt überhaupt richtig reingefahren? Warte, wir haben ja den Amazone für Kalk. Dann kauf ich den Quernenland für Dünger. Hm, der Quernenland, der glaube ich 50.000 oder so kostet. Und wie viel kostet der? Nö, der kostet 26, der kostet 1.000er mehr. Abfahrt, ich kauf den dann, gell, Flo? Ja. Das ist ein Echtkraft! Leckt mir hoch! Ja, okay, jetzt haben wir Düngerstreuer abgefahren. Komm mal. Wenn es lohnt sich mehr, ne? Längs bauen. Ja, okay. Ein wenig mehr Blumen. Ich glaube, das lohnt sich gut mit der, was ich drin hab. Weil die hat doch gute Breeren gespielt. Ja, du hast gerade gesagt, ja, kaufen, abfahren. Und dann hab ich mir gedacht, ja, dann kauf ich ihn. Ja, das hat so ironisch gemeint. Mann. Der hat's doch mit Absicht falsch verstanden, da bin ich mir doch sicher. Ja. Das hab ich mir schon gedacht. Hey, warum, wir haben doch noch 6.000 Euro, das reicht doch noch rein. Ah ja. Für ein Apfel und ein Ei können wir noch, ein Apfel und ein Ei können wir verkaufen. Das ist gut. Wenn wir vorspulen, haben wir ja eh wieder Brot, das wir verscherben können, aus dem her, du. Ja. Ich bleib dich wieder voll auf dem Hinter drauf, okay? Das glaube ich da. Das glaube ich dir, ja. Dass der Arme wieder dran glauben muss. Gibt der Dünger am Händler? Nee, du sagst. Nee. Dünger haben wir am Hof. Genügend. Hier Big Bags. Also 4000 Liter, also. Doch. So, dann drehen wir nochmal. Bitte, Quernenland nicht schlecht. Düngerstreuer, ne? Ja, jo, der passt zum Case. Mal den noch gut genau angeschaut. So kann ich dir noch gar nicht viel sagen zu. Ja, da hoch das Spritzmittel leicht. Den Rest pack ich bei uns am Hof hin. Oder wir schreiben uns sonst wieder gut. Ja, nee, ich hab's jetzt den Hof hin packt, weil du. Ja, warum nicht? Wenn wir vielleicht mal Spritzen kaufen.
Erstens das und zweitens, wenn wir wieder Spritzmittel machen, haben wir ja noch ein Spritzmittel daheim. Oder was? Haben wir jetzt eine Spritze oder haben wir einen Striegel? Einen Striegel, glaube ich, gell? Striegel. Striegel, ja. Ich glaube, im LS-Rein bestellt sich der Striegel am ehesten. Weil da musst du dafür nichts mehr zahlen. Der läuft und ja, ab und zu Reparatur und so, aber ansonsten. Und du musst halt deine passende Zeit abwarten. Ansonsten hast du halt verkackt. Ey, lol, der Case hebt den Düngerstreu ohne Probleme. Ja, das glaube ich auch. Es ist auch ein wenig weniger drin als wie beim anderen, aber ja, ohne Probleme, habe ich gerade gesagt. Ich, Entschuldigung, also ich nehme die Aussage zurück. Okay, doch kritisch, wann sagst du? Ich von der Leiter. Schwierig. Ja, wir spritzen nochmal wieder fertig. Oh, der Tank ist leer. Aber liebe Leute, wir sind auf das noch mit der heutigen Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ah, da hinten ist längst. Träumchen wäre ein Träumchen und kannst auch keinen Cent unten den roten Knopf draufwerfen. Falls nicht getan, Glock hackt wie in der Wilde, nicht das verpassen, das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Elm Creek im LS22 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao ciao.